Okay, ihr Lieben, weiter geht es mit dem Jurassic World Chaos Theory Content. Und ja, ich habe euch ja gesagt, während ihr parallel immer wieder meine Episodenbesprechungen bekommt, werde ich hier und da auch mal bestimmte Fragen von euch aus den Kommentaren oder eben von euren privaten Nachrichten in den Videos beantworten. Einfach eben auch, um so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Und naja, es gibt natürlich auch einige Fragen rund um das Thema Jurassic World Chaos Theory. Von vornherein sei aber gesagt, in diesem Video hier wird es jetzt ebenfalls zu Spoilern kommen und ich werde erneut nicht vorbeikommen, das Ende der Serie zu spoilern. Das heißt ja, ihr habt hier unter dem Video erneut meine Erlaubnis, Spoiler rauszuhauen und generell auf dem gesamten Kanal dürft ihr dann auch über Jurassic World Chaos Theory spoilern. Ab dem 2.6., wenn wir eben unseren großen Spoiler-Talk gehalten haben. Das machen wir so einfach aus reiner Fairness gegenüber der Leute, die die Serie eben nicht an einem Stück gucken konnten und die sich auch noch ein bisschen Spannung aufbewahren möchten. Deswegen bitte auch für euch da draußen, lasst es einfach zu spoilern, außer ich erlaube es, wie jetzt hier in diesem Video. Ich verstehe da generell nicht, warum das so schwer ist, einfach nicht zu spoilern, wenn man doch wirklich darum bittet. Naja, wie gesagt, hier unter diesem Video habt ihr jetzt allerdings die Erlaubnis, alles rauszuhauen, was euch auf der Seele brennt, was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Infos für mich, die jetzt hier auf dieses Video noch mit anwendbar sind. Wir sprechen jetzt aber hier in diesem Video um die mysteriöse, wir nennen sie einfach mal Raptoren-Lady, den Charakter, den wir als neuen Antagonisten in der Serie Jurassic World Chaos Theory bekommen haben. Und den Charakter, über den wir eigentlich am allerwenigsten wissen. Ich meine, die Frau hat nicht mal einen einzigen Satz in der gesamten Serie. Oder doch? Sie flüstert, glaube ich, einmal irgendwas ganz mysteriös, aber sie hat jetzt nicht wirklich einen Dialog mit irgendjemandem und hat auch permanent diesen puppenartigen Blick. Und ihr habt mir sehr, sehr häufig geschrieben, kannst du mal ein Video über diese Frau machen? Wer ist das denn jetzt wirklich? Und ich habe mir gedacht, komm, guckst du mal nach, ob es irgendwelche Informationen über die Raptoren-Lady gibt. Und naja, wir quatschen da jetzt mal drüber hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Bevor wir jetzt richtig in die Thematik einsteigen, will ich euch noch ganz kurz meinen YouTube-Partner vorstellen. Und nein, keine Angst, ihr bekommt jetzt keine Intimrasierer-Werbung oder irgendwelchen anderen Quatsch. Nein, tatsächlich haben der liebe Mirko von Prehistoric Zone und ich uns dazu entschieden, dass wir jetzt in Zukunft öfter Videos zusammen und auch öfter mal Projekte zusammen machen werden. Und das Ganze so auf YouTube-Partnerschaftsbasis. Der liebe Mirko sammelt nämlich leidenschaftlich gerne extrem coole und auch sehr seltene und nicht ganz so leicht zu beschaffene Sammelfiguren aus dem Jurassic-Kosmos und die stellt er eben auf seinem Kanal vor. Und ja, ich habe mir eben gedacht, komm, da kann man doch einiges zusammen machen und wir treffen uns jetzt übrigens auch am 2.6. zu dem großen Spoiler-Talk zu Jurassic World Chaos Theory. Das heißt, Mirko und ich werden den Livestream dann dort gemeinsam machen. Und auch da werden wir ein paar Videos zusammen aufnehmen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch für euch mal, da oben auf dem Kanal von Mirko vorbeizuschauen, den Kanal am besten zu abonnieren, genauso fleißig in den Kommentaren mitzudiskutieren und Prehistoric Zone einfach zu unterstützen. Wir werden ebenfalls Podcast-Aufnahmen in Zukunft machen. Also da kommt jetzt immer mal ein bisschen mehr. Deswegen schaut da einfach mal vorbei und lasst gerne ein Abo da, wenn euch der Content gefällt. Gut, starten wir jetzt hier mit dem eigentlichen Hauptthema, nämlich der mysteriösen Frau aus Jurassic World Chaos Theory. Und ja, ich habe mir tatsächlich alle Mühe gegeben, herauszufinden, wer das wirklich ist. Was haben wir für Hintergrundinformationen über diesen Charakter? Was können wir vielleicht anhand von irgendwelchen Hintergrund-Easter Eggs über ihre Person herausfinden? Und die Antwort darauf ist tatsächlich gar nichts. Also es ist wirklich unfassbar, dass diese Frau noch sehr im Geheimen gehalten wird. Das heißt, dieses Video jetzt hier wird sich auf so ein paar Theorien stützen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Theorien können auch ganz gerne mal Leaks sein. Ich erinnere nur an den allerersten Leak zu Jurassic World Chaos Theory, als der Name noch nicht mal bekannt gewesen ist und wir von einer Sydney gesprochen hatten, die ihren Arm verliert bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen. Und jetzt wissen wir, ey, dieses Gerücht, dieser Leak war einfach richtig, nur dass es halt nicht Sydney, sondern eben Brooklyn getroffen hat. Das heißt, minimale Spoilerwarnung vielleicht, diese Möchtegern-Leaks und Gerüchte können eventuell so eintreffen, müssen sie aber nicht. Das Thema kennen wir jetzt ja schon auswendig aus der Zeit von Godzilla Kong The New Empire. Ein Gerücht geht nämlich davon aus, dass, und ich hoffe es stimmt nicht, dass diese Person hier nicht einfach nur eine stinknormale Frau ist, nein, sondern dass die Raptoren-Lady tatsächlich, ähnlich wie auch Maisie, ein Klon ist. Und zwar nicht irgendein Klon, sondern ein Dinosaurier-Menschen-Hybrid-Klon. Die Theorie stützt sich dabei auf den Auftritt dieser Frau und ja, da könnte man wirklich sagen, der Auftritt ist eben schon sehr
unnatürlich, was das menschliche Wesen angeht. Sie blinzelt so gut wie gar nicht, hat immer weit aufgerissene Augen und auch ihre Bewegungen sind zum Teil sehr ruckartig und eben sehr abgehackt. Wenn wir darauf achten, ja, tatsächlich hat sie zum Teil wirklich Bewegungen, was den Kopf angeht, wie auch die Atrociraptoren. Denn auch die schauen immer wieder mal ganz schnell hin und her, wie es auch eben Vögel machen und darauf basiert dann eben diese Theorie. Eine weitere Theorie, die wandelt die Nummer nochmal ein bisschen ab und behauptet, dass das hier kein Klon ist, sondern dass diese Frau tatsächlich sterbenskrank gewesen ist. Das würde irgendwie in die Nummer reinpassen, wenn wir uns Jurassic World Dominion nochmal vor Auge führen, denn in Jurassic World Dominion haben wir ebenfalls Maisie gehabt und Maisie war ja im Endeffekt ein Klon, der von der Mutter selbst ausgetragen wurde mit veränderter DNS, da die Mutter, also Charlotte Lockwood, eine bestimmte Krankheit bekommen hat. Und damit Maisie diese Krankheit nicht bekommt, wurde eben ihre DNS verändert. Die Theorie behauptet nun ebenfalls, dass das auch hier bei dieser Frau der Fall sein sollte, dass sie an einer tödlichen Krankheit wie zum Beispiel Krebs leidet und dass sie mit Hilfe der Zellen von Atrociraptoren am Leben gehalten wird. Das würde dann auch erklären, warum sie so einen Bezug zu den Atrociraptoren hat und scheinbar auch nur zu denen. Wenn wir ihr Verhalten in der gesamten Serie nämlich einfach mal im Auge behalten, dann merken wir, dass sie gegenüber anderen Dinosauriern relativ kalt rüberkommt. Das einzige Mal, dass wir sehen, dass sie wirklich Emotionen hatten, auch einfach anfängt, plötzlich ein bisschen menschlicher zu agieren, ist der Moment, in dem sie feststellen muss, dass ihre eigenen Atrociraptoren gerade verletzt sind oder eben auch schwächeln, ganz zum Schluss der Serie, als sie dann auch Ghost umarmt und ihn streichelt. Das heißt, sie hat auf jeden Fall einen sehr starken Bezug zu den Atrociraptoren, wodurch ich sagen kann, ja, die Theorie macht auf irgendeine Art und Weise Sinn. Eine dritte Theorie geht jetzt davon aus, dass wir mit dieser Frau eine sehr, sehr tiefe Backstory bekommen werden und das in der zweiten Staffel. Hierbei handelt es sich jetzt um einen angeblichen Leak. Ich sage immer angeblicher Leak, weil es ist noch ein Gerücht, solange wir noch überhaupt gar keine Indizien in die Richtung haben. Tatsächlich soll sich laut diesem Leak aber Staffel 2 mehr um diese Frau kümmern, als um eine Brooklyn jetzt selber. Wir haben ja zum Schluss mitbekommen, dass Brooklyn auch sehr in diesen Konflikt involviert ist, aber scheinbar soll der Fokus jetzt mehr auf der Raptoren-Lady liegen. Das würde ich cool finden, wenn wir jetzt hier eben einfach eine komplexere Hintergrundgeschichte bekommen und nicht einfach nur ein simples, ja, die ist halt krank und deswegen haben wir halt aus ihr halb Mensch, halb Raptor gemacht. Ich bin nur bedingt Fan von diesem ganzen hybriden Gedöns, aber das bräuchte ich jetzt hier auch nicht, weil jetzt haben wir, in einer Serie haben wir die Chance, Charaktere gut auszuarbeiten. Schauen wir uns einfach mal die Nublar Six an. Das sind verdammt gut geschriebene Charaktere, die alle andere Eigenschaften haben, aufgrund der verschiedenen Backstories, die sie eben auch mit sich bringen. Das heißt ja, diese Theorie geht jetzt davon aus, dass die Raptoren-Lady tatsächlich einen Hintergrund hat. Vielleicht wirklich eine Art von Krankheit. Möglicherweise will sie aber auch einfach überhaupt nicht das Böse tun und wird dabei mehr oder weniger manipuliert. In der Backstory könnten wir dann erfahren, dass sie vielleicht damals auf irgendeine Art und Weise traumatisiert worden ist und hat deswegen diesen kalten Blick. Ebenfalls soll die Raptoren-Lady laut diesem Leak letztendlich dann aber auch die Seiten wechseln und gegen den eigentlichen Antagonisten in Staffel 2 vorgehen. Dass es da jetzt wirklich noch einen richtigen Strippenzieher gibt, ich meine, das haben wir auch mehr oder weniger angeteasert bekommen in der ersten Staffel zu Jurassic World Chaos Theory, also das wird auf jeden Fall jetzt hier nicht die Anführerin sein einer gesamten Gruppe. Und wenn der Leak so eintreffen würde, würde ich sagen, das ist relativ cool, dass sie dann ebenfalls nochmal die Seiten switcht, dann vielleicht auch eine Art von Heldentod bekommt, wenn sie noch eine wirklich interessante Hintergrundgeschichte bekommt. Vielleicht wurde auch irgendwie ihre Schwester entführt und alles, was sie jetzt macht sie für ihre Schwester oder für ihre Mutter oder ähnliches. Aber ich glaube, wir gehen noch mal ein bisschen mehr darauf ein, warum sie auch eben diese blasse Haut hat. Ein paar von euch haben mich darauf hingewiesen, dass das irgendwie auch ein bisschen an Ghost erinnert, weil Ghost ist ja auch der einzige von diesen Atrociraptoren, der weiß ist. Das heißt, dann springen wir wieder zurück zu der Dino-DNS-Theorie. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und diese Theorie oder dieser Leak ist übrigens auch der, den ich am für wahrscheinlichsten halte. Allerdings habe ich jetzt noch einen letzten für euch, der sich dann tatsächlich auf den Ursprungsleak zur Serie beruft, nämlich auf die Geschichte mit Sydney. Ich erkläre es hier einfach nochmal für den Fall, dass du auf dem Kanal möglicherweise neu bist und nicht weißt, wovon ich jetzt hier spreche. Lange Zeit, bevor wir auch nur ansatzweise wussten, wie die neue Serie von Netflix heißen wird und welche Geschichte wir hier erleben, wurde uns ein Leak präsentiert, der beschrieben hat, dass es in der neuen Jurassic World Serie nicht mehr um die Nublar Six gehen soll, sondern um eine Sydney. Und Sydney soll bei einem Vorfall am Lock
Lockwood-Anwesen in den Big Rock Mountains, als sie auf eine Kreatur trifft, ihren Arm verlieren. Das soll die Ausgangssituation der gesamten Story sein. Jetzt wissen wir ja, dass Sydney einfach nur ein Platzhalter für Brooklyn gewesen ist. Quasi das Charakteräquivalent zu einem Arbeitstitel. Und die Theorie geht jetzt auf jeden Fall davon aus, dass Sydney keineswegs einfach nur aus der Geschichte rausgeschrieben wurde, sondern dass die Rollen vertauscht sind. Das bedeutet, Brooklyn hat eben einfach Sydney's Story bekommen und die Rolle, die eigentlich für Brooklyn gedacht gewesen ist, die hat jetzt eben Sydney erhalten. Das heißt ja, die letzte Theorie geht davon aus, dass die Figur, die wir hier sehen, die Raptorenflüsterin, tatsächlich Sydney ist. Wenn wir uns das alles einfach mal so anschauen, muss ich sagen, es könnte irgendwie so ein Gemisch aus allem gemeinsam sein. Die Nummer mit Sydney finde ich am unrealistischsten, da wir ja inzwischen wissen, dass man Sydney nur genannt hat, damit die Leute eben nicht wissen, dass es dabei um Brooklyn geht. Aber im gesamten Konzept könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es mit dieser Figur etwas Tieferes auf sich hat. Könnte sie mit irgendeiner der anderen Figuren verwandt sein? Könnte sie uns vielleicht nochmal einen Bogen zu den Filmen schlagen? Hat sie etwas mit Sayona Santos zu tun? Das ist ja auch eine Theorie, die da draußen immer noch herumgeistert. Obwohl ich inzwischen wirklich glaube, dass Sayona Santos einfach... Ich glaube, die ist aus der Geschichte raus, jetzt da wir auch wissen, dass Jurassic World Chaos Theory ja nach Jurassic World Dominion spielt, brauchen wir Sayona Santos nicht mehr unbedingt. Was auch immer es mit dieser Frau auf sich hat, das, was wir bisher auf jeden Fall wissen, ist eine für mich sehr wichtige Sache. Sie wurde ja eingeführt als schon fast eine eiskalte Auftragskillerin mit seltsamen Bewegungen, mit Augen, die nie blinzeln. Und dann zum Schluss haben wir aber plötzlich mitbekommen, wie sich ihre Gesichtszüge komplett verändern und sie auf einmal wirklich menschlich wirkt. Das baut man nicht einfach so ein, wenn es mit dieser Figur nichts auf sich hat. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in Staffel 2 tatsächlich in vielleicht einer kompletten Folge, vielleicht auch in zwei kompletten Folgen, die Hintergrundgeschichte von dieser Figur erfahren werden und dann mitbekommen werden, dass es einen Grund gibt, warum sie das macht, was sie macht. Und genau das könnte dann später zu einem Twist führen, dass diese Figur möglicherweise auf die Seite der Nublar 5, die jetzt eben noch übrig sind, wechselt. Und dann haben wir wieder unsere Nublar 6. Und vielleicht müssen die dann sogar gemeinsam gegen Brooklyn vorgehen, die im Endeffekt dann aber auch wieder die Seiten wechselt. Das könnte also so ein schönes Komplottspielchen werden, ebenfalls ähnlich wie Staffel 1 jetzt, nur noch vielleicht ein bisschen heftiger, dass man jetzt einfach nicht mehr weiß, welche Figur ist jetzt eigentlich auf welcher Seite. Hat Kenji vielleicht doch noch Interesse daran, das Imperium seines Vaters weiter aufzubauen? Ist Brooklyn jetzt gut oder böse? Was hat's mit Bens Freundin eigentlich auf sich? Und sagt mir jetzt nicht, ah, vielleicht ist die Raptoren-Lady ja Bens Freundin. Das hätte er auf jeden Fall gemerkt, weil er hat sie ja auch selber schon gesehen. Obwohl die auch auffällig geheim gehalten wurde, die Freundin von Ben, aber das ist dann Thema für ein anderes Video. Leider haben wir nicht mehr Details über die blasse Frau, die Raptorenflüsterin. Achso, doch, Moment, wir haben noch eine letzte Theorie, nämlich die, dass wir Red nicht in der Serie haben. Red ist ja gefangen genommen worden von Owen und von Barry auf Malta in Jurassic World Dominion. Und wir wissen, dass die Atrociraptoren, die dort befreit wurden, eigentlich nur auf einem Lieferweg gewesen sind. Die sollten eigentlich nur von A nach B gebracht werden. Und wir decken uns jetzt natürlich alle, dass Sayona Santos die Atrociraptoren eigentlich zu der Raptoren-Lady bringen würde oder bringen wollte. Was wäre aber, wenn das überhaupt nicht stimmt? Was wäre, wenn die Atrociraptoren eigentlich zu jemand anderem hätten gebracht werden wollen? Der hätte aber eigentlich 4 Atrociraptoren bestellt, aber eben nur 3 erhalten und die Raptoren-Lady jetzt, die vielleicht wirklich mit Atrociraptor-DNS in irgendeiner Form geheilt oder am Leben gehalten wird, die ersetzt jetzt einfach das 4. Mitglied in diesem Rudel. Die Theorie habe ich auch noch gelesen. Das sind aber alles wirklich extreme Spekulationen. Sie halten die Figur hier wirklich komplett im Geheimen, was mir bisher noch gefällt. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass wir in Staffel 2 herausfinden werden, wer das wirklich ist. Möglicherweise auch schon vorher durch ein paar Leaks, die wieder herauskommen. Wir lassen uns wie immer einfach mal überraschen, ob irgendeine dieser Theorien oder eben dieser Leaks möglicherweise dann am Ende doch ins Schwarze trifft. Jetzt wirst du immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was hältst du von der neuen Antagonistin von Jurassic World Chaos Theory? Und was glaubst du, wer das sein könnte? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ich raus für heute mit dem Video, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.